Seltsamer. Herzlich willkommen zu unserem Online-Workshop von IKEA. Heute mit dem Thema Einrichtungsstile. Mein Name ist Nicole, ich arbeite als Interiordesigner für IKEA Schweiz und heute mit mir haben wir hier Jerome, grüß dich miteinander. Ich bin ebenfalls Interiordesigner in der IKEA Lissach. Wir freuen uns ganz fest, mit euch die nächsten 45 Minuten hier zusammen verbringen zu können. Und wie immer in diesem Workshop habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Kommentare, die könnt ihr direkt in die Chatbox schreiben. Und wir haben da hinten unsere Kollegen, die tun sie gerne für euch beantworten. Was ich noch sagen möchte, ist, wir haben auf jeden Fall am Ende vom Kurs auch noch mal Zeit, um eventuelle Fragen können anzuschauen. Ja, genau, dann fangen wir doch an. Genau, let's go. Also wir, Nicole und ich, wir sind der Meinung, dass ein besseres Zuhause und ein besseres Leben schafft. Wir glauben an ein Zuhause, wo es in erster Linie darum geht, sich wohlzufühlen. Ein schönes Zuhause ist der Raum für Aktivitäten und Erinnerungen. Es soll dann auch der Platz sein, wo du dir euch und auch den Stil könnt identifizieren damit und den zum Ausdruck bringen. Genau, unser Wunsch von heute ist eben zusammen, die Einrichtungsstile zu erkunden und anzuschauen. Und wir möchten euch gerne die verschiedenen Stile auch näher bringen, sodass ihr am Ende vielleicht auch wisst, was denn eigentlich so am besten zu euch passt. Wir möchten euch heute die Stile erklären, also den Unterschied erklären zwischen traditionell und modern und eben euch die wesentlichen, sagen wir mal, Merkmale erklären, sodass ihr die ein bisschen besser könnt verstehen und dass ihr dann auch, wenn ihr dann daheim ein bisschen umstellen und dekorieren und noch etwas dazu addieren. Dass ihr dann schon ein bisschen gibt es auch kann, was eben so die verschiedenen Stile betrifft. Der moderne Stil und der traditionelle Stil. Okay? Genau. Dann würde ich sagen, los geht's. Los geht's. Okay. 4B. Eine Sitzfläche und eine Rückenlehne. Das ist ein Stuhl. Aber ein Stuhl ist nicht nur ein Stuhl. Es kann ein moderner Stuhl sein oder ein traditioneller Stuhl. Er kann aus Holz sein oder Kunststoff. Das spielt aber in dem Sinn keine Rolle, weil damit wollen wir sagen, dass ein Holzstuhl eigentlich nicht unbedingt traditionell muss sein, wie auch ein Kunststoffstuhl nicht immer modern muss sein. Und wir zeigen euch quasi aufzeigen. Auf der linken Seite seht ihr die traditionelle Variante und dann eben die moderne. Und dann fangen wir doch da zum Traditionellen, was da also die Hauptmerkmale sind, die den Stil ausmachen. Also traditionell, das ist ja, die Tradition an und für sich. Es ist handgefertigt, detailliert, gedrechseltes Holz, quasi so wie von einem Schreiner gemacht, von Tischbein oder Stuhl. Natürliche Materialien kommen vor und natürlich auch die Folklore, die von Schweden inspiriert her ist. Die Möbelstücke haben handwerkliche Formen, also eben, ob es ein Schreiner im späten 18. oder 19. Jahrhundert selber hergestellt hat. Konstruktion, Details und Beschläge sind sehr typisch für diese Epoche. Das Gleiche gilt auch für die Wohnaccessoires aus Materialien wie Textilien, Keramik, Metall. Und die machen auch den handwerklichen Gesamteindruck und sind hauptsächlich aus natürlichen Materialien hergestellt. Mit Traditionen und noch aktuellen Formen und Mustern aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das ist so die grobe Beschreibung vom traditionellen Stil, was der definiert. Genau, dann gehen wir mal über zu den Schlagwörtern vom modernen Stil. Und zwar haben wir hier, sagen wir mal, so die Merkmale sind urban. Also der moderne Stil ist sehr urban. Ich nehme es hier auch mal in der Hand. Es ist zeitgenössisch, es sind klare Linien, es ist innovativ. Die Formen sind eben relativ einfach und es gibt oftmals Materialkombinationen, weil genau ein Merkmal von dem modernen Stil ist eben auch die Suche nach neuen Techniken
Und die Modularität, was zum Beispiel beim traditionellen Stil eher das Einzelstück ist, ist beim Modernen so das Modulare. Da kann man also eben das Möbelstück meistens noch irgendwie erweitern oder verkleinern. Das sind also, sagen wir mal, die Hauptmerkmale vom modernen Stil. Und der moderne Stil findet seine Wurzeln in der modernistischen und revolutionellen Bewegung von Bauhausschule in den 20er Jahren. Der heutige moderne Stil ist eine Mischung aus dem zeitgenössischen Design mit Einfluss vom gesamten 20. Jahrhundert bis und mit heute. Und das Ziel des modernen Stils ist, eben, wie vorher gesagt, ist ein bisschen das Innovative und funktionale Lösungen zu schaffen, wo aber eben auf, sagen wir mal, auf so neue Materialien und Techniken basieren. Raffinierte Linien und vielfältige Texturen sind eine Charakteristika und die innovative Verwendung von Materialien und Farben sind auch charakteristisch. So wie auch, sagen wir mal, die horizontalen Linien. Es ist meistens alles ein bisschen horizontal. Tiefer gesetzt. Oder auch tief, oh ja, genau. Typische Merkmale für den Stil sind auch aber so Koordination. Es ist viel alles so viel koordiniert und zwischen auch in den Textilien und ein Reichtum an Materialien und Texturen. Das Ganze gibt dann einen eleganten und anspruchsvollen Look. Super, toll. Das war jetzt schon mal so der erste Schritt, für mal so grob die Unterschiede eben zwischen traditionell und modern zu erkennen, wie ihr sie jetzt im Bild auch seht. Und dann würde uns sicher auch noch gerne wundern, was Zuschauer für eine Präferenz haben. Was habt ihr gerne traditionell oder modern? Ihr dürft es gerne in den Chat schreiben. Sind ihr mehr traditionell oder was bist du eigentlich so? Ich bin tendenziell auch eher modern unterwegs. Daheim, ich habe es gerne mit klaren Linien. Ich habe gerne einzelne Objekte, die zur Geltung kommen und du die vor den Ausdruck bringen. Genau, ja. Ja, okay. Auch ein Mix von Materialien habe ich sehr gerne. Aha, ja. Ja. Und dann würde ich doch mal einen kleinen Schritt noch weitergehen, weil wir haben jetzt die zwei Stile. Wir haben den traditionellen Stil und wir haben den modernen Stil. Aber bei uns in IKEA haben wir jetzt noch zwei Kategorien zu den jeweiligen Stilen. Und zwar, es gibt Kategorie skandinavisch und es gibt Kategorie international. Was heißt das? Also, der skandinavische Stil ist für uns in IKEA wichtig, weil natürlich IKEA die Wurzeln in Schweden hat. Und darum ist der skandinavische Stil eigentlich ein sehr wichtiger Teil in unserem Sortiment. Und im Gegensatz ist der internationale Stil, also der Kategorie vom Internationalen, ist das Design, wo Inspiration, das wollte ich sagen, im Rest der Welt findet. Das heisst zum Beispiel, wir haben hier Inspirationen vom italienischen Design oder vom Provençal-Stil aus Frankreich oder vom Country-Look in Amerika. Darum, alles, was nicht skandinavisch ist, ist bei uns Tradition, ist bei uns international. Genau. Also der internationale Stil, können wir doch gerade an mit ein paar Beispielen, mit ein paar Bildern, oder? Also der internationale Stil findet seine Inspiration in der europäischen Interieur vom 16. und 17. Jahrhundert. Die Stilgruppe ist warm und einladend, mit besonderem Fokus auf Details. Genau, und viele Accessoires und Details und Textilien. Das ist ein Stil, der sehr dekorativ ist. Und der kann in einer helleren oder auch in einer dunkleren Variante zur Geltung kommen. Das erste Bild, das ihr jetzt hier seht, ist aber eher, sagen wir mal, die dunklere Variante. Er kann wie in diesem Bild eben eher dunkler sein und so satte Farbtöne haben. Und die Einrichtung ist relativ symmetrisch und strukturiert, aber komfortabel. Möbel sind aus dunklem Holz und in satten Farben lackiert. Die Formen sind einladend, gemütlich und robust, aber wirken trotzdem elegant und haben gelegentlich so dekorative Zierleisten und feine Details. Die Wände sind einfarbig oder Ton in Ton mit ruhigen und artigen Farbtönen, die oft aus der Natur genommen werden. Beliebt sind solitäre Möbel, also Einzelstücke,
die eben gerne so ein bisschen in Szene gesetzt werden. Und die Accessoires sind, wie gesagt, eben handgefertigt und haben, oder haben den Anschein, dass sie handgefertigt sind und sind aus natürlichen und rustikalen Materialien, wie eben Holz, Keramik und Glas. Wie gesagt, kann der traditionelle Stil auch in einer helleren Variante sein. Dann sind Möbel dann hauptsächlich aus lackiertem weißem Holz oder weiß beizt. Gern werden hier dann auch Glastüren eingesetzt, also Vitrine ist auch so ein typisches Möbelstück von dem traditionellen internationalen Stil. Genau, und helle Farben. Helle Farben und natürliche Materialien wie Wolle, Leinen, Baumwolle dominieren auch in diesen Textilien. Generell sind Accessoires aus natürlichen, rustikalen Materialien. Und Textilmuster im traditionellen internationalen Stil sind Karos, Streifen, Spitzen und florale Muster. Also es ist sehr dekorativ alles. Das Ergebnis ist aber trotzdem ein ruhiger und gemütlicher Raum. Sehr schön erklärt, Nicole. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu unserer Wand hier und suchen so ein typisches, traditionelles, internationales Stück aus. Genau. Soll ich anfangen, fangst du an? Fang du an. Soll ich anfangen? Ja. Okay. Ich wähle das Glas hier. Okay, wieso ist jetzt das typisch traditionell international? Es hat sehr detaillierte, fast reliefartige Muster drin, sehr organisch gehalten auch und macht es durch das sehr elegant. Es hat auch so die Anmut von früher. Es ist ein bisschen wie ein Kelch. Genau. So fast königlich, wenn man denkt, aus dem Kelch trinken. Und aber sehr, sehr raffiniert, sehr, sehr viel dekoriert. Und, genau, also sehr viele Details. Man sieht so hier unten im Glasboden, da hat auch noch so einige Muster drin, wie er oben wiederholt. Okay. Dann nehme ich auch noch eins. Gerne, ja. Das passt. Ich würde mal schnell die Lampe ziehen. Genau, das Rüssi habe ich jetzt ausgesucht für den traditionellen internationalen Stil. Warum? Also erstens einmal würde ich sagen, ist es Farbe, also die Farbe des Bordeaux, das ist auch so ein eine antike Farbe, ein bisschen traditionelle Farbe und dann vor allem auch das Graften hier in der Mitte und der Knopf. Mhm. Das ist doch sehr, wie soll ich sagen, reich und dekorativ. Genau. Also es ist zwar nicht grosse Muster und so, aber es ist doch, man kann nicht sagen, es ist ein simples Rüssi, weil eben durch die... Es gibt ihm schon fast Muster, durch die Raffig da wird das auch wieder traditionell. Genau. Gutes Material. Wenn man jetzt die nebeneinander hat, passt doch gut zusammen. Passt super zusammen, weil eben die Wiederholung noch einmal widerspiegelt. Ja. Es ist einfach vom gleichen Stil. Genau. Genau, also dann mache ich das wieder dazu. Ist gut. Dann würde ich gerne euch fragen, zum Quiz. Ah ja, wir haben ein Quiz vorbereitet. Wir haben ein Quiz vorbereitet, wo ihr vier Produkte drauf seht, wo zu raten sind, welches von diesen vier Produkten nicht dazu passt, zu den anderen drei. Okay. Ihr könnt in die Chatbox schreiben, die Nummer 1, 2, 3 oder 4. Genau, und ihr habt also auch nur 4 Sekunden Zeit. Achtung, fertig, los. 4, 3, 2, 1. Welches ist das falsche Produkt in dieser in dem Stil, sag mal. Natürlich die Lampe. Ja, vorher schon die hast du vorhin gezeigt, aus modern dargestellt. Einfach gesehen. Vielleicht ein bisschen einfach, aber einfach noch nicht zum Visualisieren, dass die gerade Linie zu dem verschnörkelten, traditionellen nicht unbedingt dazu passen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir noch weiter und dann gehen wir zum skandinavischen Stil. Genau. Wir zeigen euch noch einmal ein paar Bilder, die den Stil typisch kennzeichnen. Und dazu ist zu sagen, dass der traditionelle skandinavische Stil inspiriert wurde von modernen Interpretationen von traditionellen schwedischen Wohnungseinrichtungen. Der Stil ist einfach, leicht, funktional und erinnert an die Vergangenheit. Er ist bodenständig und unverkehrbar schwedisch. Die folkloristischen Ausdrücke vom skandinavischen traditionellen Stil sind funktional, praktisch und individuell. Im Vergleich zum traditionellen internationalen Stil ist der Ausdruck weniger perfekt und verspielt. Genau, viel schlichter gehalten.
Eher einfach und wie gesagt bodenständig. Die Grundfarben sind hell mit gedämpften Akzenten. Die Akzentfarben in den Accessoires und Textilien sind ebenfalls stark vom schwedischen Folklore beeinflusst. Die rustikalere Variante integriert traditionelle Designs in modernen Räumen. Das Ergebnis ist eine Multifunktionalität, einfach und voller Kreativität. Und das gleicht dann so ein bisschen dem Industrial-Look, wie vielleicht viele von euch auch kennen. Die Farben sind neutral und matt. Und hier setzt man Akzente in verblassten Rottönen, Türkis, Gelb und Grüntönen. Und dem kann man auch so wie sagen, der Look ist so die perfekte Unvollkommenheit. Okay, also das heisst, der skandinavische Look ist eigentlich, also wie soll man sagen, ein bisschen simpler, ein bisschen sauberer als der internationale, traditionelle Stil. Genau. Bodenständiger. Genau, bodenständiger, ja, so puristischer gehalten und klarere Linien im Vergleich. Und schauen wir doch ein paar Beispiele. Sehr gerne. Was haben wir jetzt da gesagt? Was haben wir da? Ich habe etwas. Und zwar. Ein Kissen, ja, das ist ja typisch schwedisch, würde ich sagen. Genau, das da hier tut jetzt wirklich so die folkloristische Stickerei zeigen. Die organischen Formen, aber sehr simpel gehalten. Yeah. Und mit diesen Zötteln, die Quasten hier, die sehr schlicht sind, aber trotzdem dekorativ wirken. Wenn wir sie vergleichen. Ja, genau. Ich habe dann nämlich noch eine Größe in unserem internationalen Stil. Das ist jetzt ein Druck. Und der Druck, würde ich sagen, ist ein bisschen so, wie soll man sagen, nicht modern, aber ein bisschen, so, also ein bisschen ja, mehr kontemporär. Aber es ist ein typisches, traditionelles, internationales Küsse, weil es ist viel dekorativer. Also es hat mehr Details, die Formen sind, Formen und Farbgebung ist mehr raffinierter. Jetzt, das ist natürlich aber wirklich, sagen wir mal, eine kontemporäre Ausgabe, aber wenn jetzt das Küsse auch so Quasten hat, wie so die Bömmelsterfrau, dann wäre es jetzt bei diesem internationalen Stil eher, ich weiß nicht, vielleicht wären sie grösser oder größer, die wären genau. Aus Satin, aus einem glänzenden Material. Vielleicht noch ein bisschen Gold drin. Ja, aber genau. Also es ist alles, sagen wir mal, beim internationalen Stil ist alles noch ein bisschen mehr dekorativer, mehr raffiniert, also nicht raffiniert, aber einfach mehr. Man kann so ein bisschen sagen, so das Französische und hier haben wir so die schwedische Variante genau. Von den Blumen. Genau. Okay, also, dann haben wir auch hier wieder unser beliebtes Quiz vorbereitet. Let's go! Auch hier habt ihr die Möglichkeit, aus vier verschiedenen Produkten auszuwählen, welches passt nicht zu diesem Stil. Okay, 3, 2, 1 und dann schauen wir doch gerade mal das Resultat an. Genau, das ist die rote Uhr. Wieso passt jetzt die nicht zu diesem Stil? Weil die sehr grafisch gehalten ist. Mhm. Sie ist sehr schlicht, hat noch eine Funktion integriert. Da sehen wir sie in Funktion. Also die hat da noch einen Griff, der zusätzlich dazu beiträgt, dass man sie aufhängen kann. Mhm. Und sie hat keine Details, die das Ganze noch dekorativ machen. Ich würde sagen, es ist so auch ein kleines Material, das ist aus Kunststoff und eben sehr schlicht gehalten. Auch das Zifferblatt ist also sehr minimalistisch. Es ist einfach nicht traditionell. Genau. Es hat kein Element drin, das irgendwie an die Vergangenheit erinnert. Sehr zeitgenössisch. Sehr zeitgenössisch, genau. Ja, dann gehen wir doch weiter zum modernen Stil, oder? Jawohl. Okay, aber auch da haben wir, beim modernen Stil haben wir unsere zwei Kategorien. Und zwar, eben wie gesagt, aus dem gleichen Grund haben wir auch da die internationale Kategorie und die skandinavische Kategorie. Das heißt, wir haben also modern, international und modern, skandinavisch. Aber schau, schauen wir doch einfach mal so einen modernen, internationalen Stil näher an. Da haben wir ein paar Bilder von Interieur, wo wir so ein typisches modernes Wohnungseinrichtung sehen. Genau, der moderne internationale Stil in seiner klassischen Variante ist ein unverwechselbar moderner Ausdruck mit internationalen Einflüssen.
Typisch für den Stil sind koordinierte Möbel, Textilien und koordinierte Accessoires, wobei deckte Farben und Materialien verwendet werden. In diesem Stil verwendet man einfache Formen, es ist also sehr sauber und linear und manchmal fast ein bisschen minimalistisch auch. Die einzelnen Objekte in organischen Formen werden so eingesetzt, um die strengen Linien eben zu unterbrechen. Accessoires sind sorgfältig ausgewählt und sehr sparsam verwendet. Der Stil gibt aber einem trotzdem das Gefühl von Komfort und von viel, also von grosser Qualität. Der moderne internationale Stil hebt sich durch die zeitgenössische und internationales Design hervor. Also genau, die aktuelle Mode und Trends beeinflussen ebenfalls stark den Stil. Wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ist wieder das in der Modewelt das Samt aufgekommen. Genau, ja. Und auch die Möbelindustrie hat dann das aufgegriffen und jetzt haben wir auch wieder Samtsofas. Ja. Also das ist sehr, ein moderner Stil ist eben sehr beeinflusst auch von den Trends. Der Look basiert aber auch auf Kontrasten in Texturen und Größen und Farben und mischt gern verschiedene Oberflächen, wie zum Beispiel glänzend, also das High Gloss und das Matt. Und dann auch verschiedene Texturen, wie zum Beispiel raue Textilien und glatte Textilien. Basis sind neutrale Farben oder auch satte Farben. Ein paar wenige, aber grosse Accessoires setzen Akzent. Also man dekoriert eigentlich mehr mit so einem grossen Bild, einem Statement-Bild und vielleicht irgendwie spezielle Designer-Vase. Und es ist nicht so viel Frou-Frou wie beim traditionellen Stil, wo man vielleicht eben noch so ein bisschen mehr dekorative, kleine Objekte hat. Es ist mehr wenig und ein bisschen, eben wie gesagt, ein bisschen minimalistisch. Genau. Und das Resultat ist aber dann trotzdem eine Atmosphäre von viel Komfort und Harmonie. Schauen wir doch das mal an. Typisch. Dann tun wir mal ein Statement setzen mit, okay, mit etwas Modernem. Okay. Also ich glaube, es wäre jetzt noch schön, so ein den Unterschied sehen, ich würde das Glas nehmen und das, was wir vorher genau schon gehabt haben. Da sieht man jetzt gut den Unterschied zwischen traditionell und modern. Weil eben beim Traditionellen haben wir das Dekorative, die vielen Dekorationen und Schnörkel und geschliffene Kristallglas. Und auch die Form nimmt eben so ein bisschen die Kelchform auf oder eben die einfach ein bisschen erinnert an die Vergangenheit. Während man beim modernen Glas sehen, dass es eben sehr super, also saubere Linien hat und auch ein bisschen das Innovative. Also es ist nicht einfach nur ein runder Kelch, sondern er hat ein bisschen so eine innovative Shape. Also so, Form ist viel schlichter auch. Aber eben immer so ein bisschen, sagen wir mal, die Suche nach diesen neuen Techniken und innovativen Formen. Ja, da würde ich sagen, da sehen wir doch gut den Unterschied. Genau. Und dann würde ich sagen, machen wir noch so ein Objekt zum Highlight der Wohnung. Also angenommen jetzt die Vase, die wir solitär in einen Raum stellen, also wirklich den Platz geben als Einzelstück auf einen Tisch, wo durch ihre schlichte Form ein Statement setzt. Dazu könnte man jetzt hier noch einzelne Blumen oder Anstrich tun und nicht einen Blumenstrauß. Sie sind im traditionellen Stil wäre, was eben der floral üppiger wird. Ein richtiges Bouquet würde dann da, und das würde jetzt aber da gar nicht zu dieser Vase passen. Das würde nicht passen, erstens mal von der Größe natürlich, ja, von Öffnung. Aber auch durch die unikate Form, die Vase hat, mit dem einzelnen Ast, setzt das allein ein modernes Statement. Aber man darf doch auch noch etwas dazu stellen. Ich würde jetzt hier sicher noch Bilderrahmen dazu tun, ja, angenommen, wenn es auf einem Sideboard wäre. Absolut. Es stimmt nicht das Opulente, sondern eher eben so schlicht und minimalistisch gehalten. Schön. Genau. Und dazu fragen wir euch, genau, ob ihr bei diesem Quiz wieder herausfindet, welches Produkt hier nicht dazugehört. Ja, jetzt haben wir es aber einfach gemacht. Achtung, da haben wir ja eins schon. Es sind so nur noch drei Produkte, die sind mir rot. Für die, die aufgepasst haben, es ist jetzt sehr einfach. Bitte in die Chatbox schreiben zwischen 1, 2, 3 oder 4. Jawohl, und dann sehen wir gerade jetzt die Auflösung. Jetzt! Genau. Die Uhr, die haben wir ja auch da oben. Die haben wir selbstverständlich auch mitgebracht, die Uhr.
Sie ist nicht gerade klein. Nein. Also von einem Taschenformat könnte man jetzt nicht reden zu Grossvaters Zeiten. Aber ist natürlich sehr dekorativ. Mhm. Genau, weil da sehen wir auch schon allein vom Zifferblatt. Die Zahlen sind eben auch so ein bisschen klassisch, sagen wir mal. Und auch die Zeiger sind nicht so wie sagen wir, unsere Bahnhofsuhr, einfach nur schwarz und quadratisch, sondern auch hier sind sie fein und dekorativ und haben da Schliffen noch drin. Also es ist alles sehr dekorativ halt. Das Material mit dem Gold und dann noch die Idee von dieser alten Taschenuhr, das alles macht die Uhr traditionell. Genau, das ist so. Mhm. Dann würden wir wechseln zum skandinavischen modernen Stil. Jetzt muss ich schauen, ob ich das so aufgehe. Du bist ein bisschen größer. Ich gehe mal auf die Seite, vorsichtshalber. Okay. So, voilà, ich glaube, sie hat. Beim skandinavischen modernen Stil geht es vor allem darum, das ist so durch die schwedische skandinavische Traditionen erweckt worden. Die Merkmale davon, die sind einfach, funktional und basiert auf einer hellen Farbpalette. Der moderne skandinavische Stil ist so quasi die wahre Identität von IKEA, die auf das Erbe von dem skandinavischen Design zurückgreift. Mhm. Die Verwendung von hellem Holz in den Möbeln wie Birken, Naturfasern bringt Harmonie und immer wieder ein aktuelles, neuer Look. Die Stoffe zeichnen sich durch Design aus mit Mustern, die von der Botanik inspiriert wurden, wie wir es vorher auch schon gesehen haben, beim ersten Küssi mit den feinen Blumen drauf. Und die Linien sind einfach und sauber. Mhm. Der moderne skandinavische Stil kann auf zwei Arten ausgedrückt werden. Der erste wäre so der klassische Stil, der vom skandinavischen Design aus den 50er Jahren inspiriert wurde, wo die Qualität durch die Materialien und die kombinierte Eleganz von den Naturfasern zum Ausdruck bringt. Mhm. Die zweite moderne und eher grafische Variante ist verspielt, ohne aber kindisch zu wirken. Mhm. Bunte Farben schaffen eher ein warmes und fröhliches Bild, allerdings immer mit einer hellen Grundbasis mhm. dazu. Textile und Muster sind ausdrucksstark und sehr grafisch. Die Aufbewahrung bei diesem Stil ist eher praktisch gehalten, mit einer Mischung zwischen offenen und geschlossenen Kombinationen und eben auch solitären Einzelstücken, wie ein Statement setzen mhm. im Raum. Der Look ist individuell, einfach und auch fröhlich. Die Möbel sind multifunktional und für verschiedene Aktivitäten auch anzupassen. Zum Beispiel sind sie auf Rollen, die man hin und her transportieren kann. Sie sind stapelbar oder faltbar sogar. Und ebenfalls wichtig sind Details, sie verbinden sich dann zu einem Gesamtlook, der sehr luftig wirkt und die Hauptfarbe, wie schon erwähnt, soft und hell. Das wäre so der Stil, den ja. das kennzeichnet. Haben wir da auch wieder ein paar Beispiele dazu? Ich denke es, ja. Jetzt haben wir das schon ein bisschen vorher angeschaut, aber das ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil du hast schon geredet von dem zweiten Nutzen. Das ist etwas so auch typisch. Die Multifunktionalität, ja, vom genau. schwedischen Stil, sagen wir vom skandinavischen Stil. Sie suchen immer noch, aber dass es vielleicht noch Rolle hat oder faltbar ist oder ausziehbar. Das kommt schon von der schwedischen Tradition. Und bei diesem Wecker sieht man das auch gut. Da haben sie sehr schlicht, aber eigentlich fröhlich, lustig, aber trotzdem nicht irgendwie kindisch. Genau. Das ist eigentlich fast ein bisschen ein Designobjekt. Ja. Und mit dieser Zweitfunktion. Das ist immer noch ein bisschen so, sagen wir mal. Ein Twinkle in die Eye. Genau. Auch ein Witz dahinter. Ja, genau, ein kleiner witziger wie sagt man, Detail. Mhm. Das ist jetzt mal ein Produkt. Und dann, was haben wir noch? Dann würde ich sagen, nehmen wir noch etwas Textiles dazu, wo eben so ein bisschen den grafischen Look, ja. die grafische Variante widerspiegelt. Und dann hätten wir das ausdrucksstarke grafische Muster hier jetzt in Herzform, mhm. wo Statement näher mhm. schlussendlich kann setzen. In Kombination mhm. eben mit dem zum Beispiel grüne Uniküsse oder ja. einem gelben oder einem wirklich kräftigen Rotton. Ja, genau. Also auch hier, das sieht irgendwie lustig aus, aber es ist nicht kindisch. Es könnte also auch wieder so ein Designerküsse sein, weil absolut. Das mit dem Pattern, also mit dem Muster so schwarz-weiß und grafisch. Genau, ja. Schön. Gut. Dann kommen wir wieder zu unserem kleinen Quiz.
Genau, sind wir parat. Also, auch in diesem Quiz haben wir vier Bilder mit vier Produkten. Eins davon ist falsch. Welches ist das falsche Produkt? Welches ist nicht modern und nicht skandinavisch? Also, welches ist nicht modern, sagen wir mal. Sind wir parat? 3, 2, 1 und Auflösung. Genau. Die Auflösung hätten wir natürlich auch noch in 3D, dass ihr es besser seht. Mhm. Und zwar handelt es sich hier um den traditionellen Kerzenständer. Mhm. Und da sieht man jetzt sehr gut das Gedrechselte, das am Anfang bereits ist erwähnt wurde, als hätte ein Schreiner gedrechselt und da die organischen Formen drin gebracht. Was jetzt wiederum bei einem modernen Kerzenständer wahrscheinlich ziemlich geradlinig gehalten wird werden. Und das ist so der typische Stil vom Traditionellen. Genau. Schön. Dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fast am Ende. Also vielen, vielen Dank für euer Engagement und für eure Teilnahme an diesem Workshop. Wir sind fast zu Ende, aber wir haben natürlich noch ein paar Minuten, um eure Fragen zu beantworten. Jetzt mal schauen, was unsere Kollegen hinter der Kulisse für uns vorbereitet haben. Wir haben hier Fragen. Jetzt müssen wir schauen, ob für unsere Kollegen... Schauen wir zu diesen Fragen kommen. Genau. Und ihr dürft natürlich weiterhin in der Chatbox Fragen stellen, die wir dann euch gerne beantworten. Mhm. Ich sehe eine Frage, genau. Kann man modern und traditionell miteinander kombinieren? Okay, also genau. Ich würde sagen, jawohl. Also, ich würde auch sagen, absolut es ja. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man das jetzt handhabt. Also man kann es unbedingt mischen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eher eine moderne Wohnung, habe aber gerne ein paar traditionelle Accessoires, weil erstens habe ich die gern, weil sie vielleicht ein Erbstück sind oder weil sie mich an irgendetwas erinnern oder eben ein bisschen Geschichte verkörpern, weil die traditionellen Sachen haben vielleicht noch irgendeine Geschichte dahinter. Und ich finde, es passt sehr gut auch in eine moderne Wohnung, weil das gibt ein bisschen Spannung. Denn wenn man alles nur modern hat, dann ja, kann es natürlich auch sein, dass es dann alles ein bisschen flach wird. Aber mit so einem Stilbruch, man muss auch sagen, gibt es da eben ein bisschen Spannung drin. Und das darf man also schon machen. Man kann doch sagen, so die perfekte Unvollkommenheit. Ja, auch da. Und du hast ja vorher einmal geredet, auch wegen Balance. Finde ich auch noch gut. Genau, so ein gutes Gleichgewicht herstellen im Raum. Wo eben traditionell und modernem, wo ist da, wie viel Anteil drin? Man kann es jetzt so pauschal nicht benennen, aber ein guter Ausgleich ist wichtig, sage jetzt mal in einem Altbau, in einer Altbauwohnung drin, mit einem Ledersofa, wo dann den modernen Kontrast dazu gibt, so kann man einen sehr guten Ausgleich dazu herstellen. Dankeschön. Und wir haben noch Fragen bekommen. Welche Farbe passt am besten zu welchem Stil? Ja gut, also da könnte man jetzt auch sagen, dass es beim traditionellen Stil so ist, dass es dort wahrscheinlich, sagen wir mal, eigentlich die Farbpalette ist groß, aber es gibt gewisse Farben, die einfach irgendwie nicht reinpassen. Wie zum Beispiel, jetzt haben wir hier wieder unsere Lampe, aber so starke Farben wie so Fluor, Orange, Gel, aber so ganz starke Farben, die sind eigentlich im traditionellen Stil kommen weniger vor. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er so eine traditionelle Wohnungseinrichtung hat und dann so eine flurgelbe oder grüne Wandstrich. Das ist eher, sagen wir mal, dass im traditionellen Stil die Farben eigentlich oft so aus der Natur kommen oder auch einfach ein bisschen dekter sind. Also man muss sagen, es gibt sicher Ausnahmen. Ja, immer. Wir können das nicht pauschal verneinen, aber die Tendenz ist schon so, wenn man auf das schaut, ein bisschen, dann ist man sicher richtig. Genau. Also umgekehrt hingegen, beim modernen Stil, würde ich sagen, sind die Farben eigentlich eher ziemlich offen, weil da kann man eigentlich auch, also sicher mal auf so starke Farben zurückgreifen, aber dort ist eigentlich die Farbpalette ziemlich offen. Mhm. Ja.
Dann haben wir hier neue Fragen. Jetzt ist gerade noch eine Frage reingekommen. Genau, da bin ich, bin ich jetzt gerade noch gespannt, was da vor ist. Wie schafft man es, dass eine Wohnung nicht zu viele Stile hat? Okay. Okay, ich denke, da fangen wir mal eben so ein bisschen mit dieser Grundbasis an, von dem traditionellen, eher detaillierten, ein bisschen auch verschnörkelten, handgemachten. Oder eben das moderne, klare Linien, schlichte Formen, dass man dort schon mal ein bisschen den Unterschied macht. Dass man das kann, wie sagen, okay, jetzt ich fühle mich im traditionellen Stil wohl oder ich habe lieber den modernen Stil gern. Dass man dort schon mal so einen Cut macht und mal das so ein bisschen auseinandersortiert und dann basierend auf dem sich für etwas entscheidet. Mhm. Aber man kann ja immer noch mischen. Das heißt, absolut. Ja, aber einfach sagen wir mal, wenn ich jetzt sage, ich habe eigentlich lieber den modernen Stil, dann ist es, sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal so eine Zahl, 3/4 von der Einrichtung ist modern und dann gehe ich da mit dem traditionellen, mit den Accessoires oder so, oder vielleicht auch mit einem einzelnen Möbelstück, gehe ich da ein bisschen mischen. Aber es ist nicht, sagen wir mal, sicher nicht 50-50, weil dann sieht es ein bisschen durcheinander aus. Genau. Man sieht auch nicht richtig, was es eigentlich für einen Stil dominiert. Wenn man sich entscheiden kann, von dem traditionellen und modernen, würde ich sicher auch den grösseren Anteil dann, so in den Raum stellen und dann mit den Akzent. Ja, Accessoire zum Beispiel könnte es sein oder auch Möbelstück dann oben drauf stellen. Und jetzt kommt schon wieder eine neue Frage. Ist es besser, alle Möbel in einem Zimmer aus der gleichen Serie von Möbeln zu kombinieren? Oder ist das auch gut möglich, diese zu mischen? Ist es besser, alle Möbel in einem Zimmer aus der gleichen Serie von Möbeln zu kombinieren? Oder ist das auch gut? Das ist sehr gut möglich. Besser würde ich es nicht sagen. Es ist eine sicherere Variante im Sinne von, wenn man jetzt wirklich total unsicher ist, macht man nichts falsch mit dem. Aber es kann sein, dass es dann auch ein bisschen langweilig werden kann. Mm. Und darum, ich persönlich würde da trotzdem auch noch mit einem anderen Element reingehen, das aber auch modern oder traditionell ist, für das ein bisschen zu brechen. Genau. Ja, dann schauen wir hier kurz noch weiter. Kann man in einer Altbauwohnung mit modernen Möbeln einrichten? Genau, die Frage haben wir am Anfang schon beantwortet. Sehr gut kann man das sogar. Es gibt eben auch die Spannung drin von dem Traditionellen zum Modernen. Dann haben wir noch eine weitere Frage, Xeni. Ja, wir haben hier eine Frage. Jetzt kommt noch eine. Die Chance nutzen, das ist super. Habt ihr eine Empfehlung, wie viele Farben man in der Einrichtung haben sollte? Eine Empfehlung, ich würde empfehlen, so bis zu 4 Farben sind möglich, wo man dort auch mit Textilien natürlich sehr stark über die Farbe gehen kann. Oder ja, mit der Farbe über Textilien, so muss ich sagen, wenn man jetzt eine schlichte Basis hat mit Holzmöbel, sei das dunkelbraun, das Birke oder Weiß, dann kann man natürlich auch mit Textilien sehr stark die Akzente reinbringen und die Farbe. Und das kann gut durchaus also, bis zu 4 Farben möglich sein. Es kommt natürlich darauf an, auch von, denen, sagen wir, von der Größe oder von der Quantität von diesen Farben. Wenn jetzt das Mobiliar, sagen wir schon, zweifarbig ist, hat man natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten, vielleicht mit den Textilien noch Farben zu setzen, als wenn natürlich das Mobiliar schon 10 verschiedene Farben hat, dann würde ich vielleicht nur noch mit weißen Textilien arbeiten. Das heisst, einfach, das war jetzt übertrieben gewesen, aber so in dem Sinn. Dann kann man dann auch wieder eine gute Balance herstellen, das andere ruhig behalten über Textilien, wie du sagst, damit man Möbel hat, die sehr stark zeichnen. Genau. Ui. Okay. Wie kann man ein Jugendzimmer modern skandinavisch einrichten? Jesus, das ist jetzt großes Thema. Großes Thema. Und ich sage immer, Kinder oder Jugendliche, das sind die anspruchsvollsten Kunden. Aber ich glaube, das kann man natürlich so einrichten. Der Stil ist absolut geeignet. Also eigentlich ist ja jeder Stil geeignet für jedes Zimmer. Das ist eine Geschmackssache. Aber ich würde sagen, kein Problem. Also skandinavisch ist, aber wie gesagt, ist vor allem modern skandinavisch ist sehr fröhlich, sehr vibrant auch. Also, man kann sagen, viel mit Birken drinnen arbeiten, mit hellem Holz und auch grafische Elemente dazu, wie wir es hier so haben gesehen über das
Küsse zum Beispiel mit ja, so witzigen Mustern oder Sujets, das kann ja Objekte sein, die dann den Stil unterstützen von dem Skandinavischen, mhm. so mit Gelbtönen, mit ja. Rottönen. Aber es muss nicht, also es kann wirklich, wirklich cool aussehen, weil eben mit einem grafischen Element oder auch mal diesen Kontrastfarben, man kann zum Beispiel, sagen wir jetzt das Birkengestell da hinten da, oder das, das ist nicht Birke, das ist glaube ich Eiche, auf einer schwarzen Wand zum Beispiel, einen schönen Kontrast und sieht auch cool aus. Also für ein Jugendzimmer würde ich das schon noch sehen. Und ich würde auch sagen, so minimalistisch bleiben, so viel wie es geht, so stark wie es geht, mit klaren Linien arbeiten, dass es eben auch den skandinavischen Look überbringt in diesem mhm. Jugendzimmer. Ja. Ja, wahrscheinlich hat es dann auch genug andere Objekte, Skateboard oder... Genau. Wo man dann natürlich auch als Objekt, als Statement, wie wir vorher gesehen haben, ja. in Szene setzen und wirken für sich. Ja. Also ich habe jetzt hier noch mehr Fragen. Kann man eine modern eingerichtete Wohnung in ein traditionelles Accessoire... kann man in eine modern eingerichtete Wohnung ein traditionelles Accessoire einsetzen? Zum Beispiel ein alter Flügel. Das ist ja schön. Also so ein Saphir wirkt natürlich super in so einer Wohnung mit moderner Einrichtung, weil das eben auch wieder so einen Kontrast gibt. Und also das ist dann wirklich wie so ein, es ist zwar ein Saphir, aber es ist dann auch quasi wie ein Kunstobjekt. Also unbedingt. Wo für sich steht, ja. Ja. Also ich würde sagen, ja, unbedingt. Genau, wenn man will, kann man immer noch eine schlichte Vase oben drauf tun mit einer schönen Blume. Ja, klar. Wir haben noch weitere Fragen bekommen, habe ich gesehen. Jawohl. Mit welchen sollen wir an? Zwei sogar. Können wir mit denen an, da, das, was ich schon in der Hand habe. Ist Silber und Gold modern oder traditionell? Da kommt es natürlich darauf an, eigentlich auf das Objekt. Weil es ist eigentlich hier nicht unbedingt das Material, sondern mehr das Objekt in sich. Ob es ein traditionelles Objekt ist oder eine moderne Form hat. Darum würde ich sagen, Silber und Gold kann beides sein. Es was man könnte sagen, mhm. wir haben hier ein goldiges Bilderrahmen, wo, eben wie du gesagt hast, das Objekt, das ausmacht, also hier sieht man den verschnörkelten Rand, der verspielt, mhm. aber mit einem matten Gold. Mhm. Man könnte jetzt sagen, wenn es ein stärkeres Gold wäre, ein leuchtigeres Gold und ein schlichterer Rahmen, dann wäre es dann modern. Ja, also es hätte wahrscheinlich dann einen ganz flachen Rahmen. Genau. Oder ein und ein kräftigeres Gold vor allem mhm. auch, ein leuchtigeres. Ja. Wir sehen so hier bei der Lampe, die hat auch so ein sehr mattes Gold, das das traditionelle gut unterstützt, aber auch mit dem Design vom Lampenschirm und auch hier wieder die dunklen Linien. Mhm. Was ist noch die Frage mit? Welche Farbe passt am besten zu welchem Stil? Ah, das haben wir ja schon gemacht. Genau. Welches Stil hat das bunte Kissen hinter Nicole? Achtung. Ah, das da. Wahrscheinlich das. Ja. Nein, also ich glaube, man sieht das eher so im Bildschirm. Das ist ein modernes Rüssi. Das ist ein modernes Rüssi, genau. Vom Muster her, von der Farbgebung, ist es modern. Aber es gibt ja nie eine hundertprozentige Wahrheit, sagen wir mal, wenn das jetzt eben in einem modernen skandinavischen Raum möchte einsetzen. Wieso nicht? Passt auch. Aber es ist ein modernes Prinzip, modern international. Haben wir noch weitere Fragen? Ich glaube nicht, hä? Nein, das sind wir, glaube ich, durch. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Dann hoffe ich, dass euch der Workshop gefallen hat und ich hoffe auch, dass ihr jetzt vielleicht wenn das nächste Mal zu uns in die IKEA kommt, schon ein bisschen geübtes Auge kennt und dass ihr vielleicht, wenn ihr mit einer Freundin kommt oder so, könnt sagen, ja, schau jetzt hier, das Rüssi hier in dem traditionellen skandinavischen Stil. Genau, oder es ist modern. Oder das ist modern und so. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr durch den Workshop ein bisschen Sicherheit könnt gewinnen und dass ihr dann das Know-how auch daheim könnt anwenden, wenn ihr jetzt Frühling kommt. Jetzt sollte er eigentlich da sein und daheim eure Dekorationen und vielleicht auch Textilien und so weiter auffrischen. Aber vielleicht haben wir ja noch ein bisschen vielleicht gibt es den oder anderen Zweifel im Sinne von, ja, man ist sich noch zu wenig sicher oder man weiß nicht so genau, was einem selber gefällt.
IKEA Schweiz bietet jetzt neu den Interior Design Service an, schweizweit. Und da bekommt ihr kompetente Planungen von Interior Designer. Das kann von einem einfachen Raum sein, bis hin zu einer ganzen Wohnungsplanung detailliert. Das ist doch das, was du jetzt machst. Das mache ich jetzt neu, genau. Super. Jawohl. Aber, man kann, aber wenn ich jetzt nicht alles möchte umplanen und aber einfach nur ein, bisschen so eine, sagen wir mal, ein paar Tipps und Ideen möchte, kann ich dann hier auch zu euch kommen? Einfach so zu einer, wie sagt man, zu einem Beratungsgespräch? Zu einem Beratungsgespräch, absolut. Okay. Genau. Ja. Gut, also gibt es eigentlich das Beratungsgespräch oder auch einfach eine ganze Planung bis vom, von jedem Detail? Durch eine ganze Planung. Okay. Jawohl. Ja, super. Ja. Okay, schön, dann sind wir eigentlich durch. Wir sind leiser am Handy. Also mir hat es auch sehr viel Spass gemacht, muss ich sagen, mal die Stile in der Tiefe noch einmal zu erklären und anschauen, genau. Analysieren. Ja, gut, dann sind wir eigentlich durch und dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest vom Nachmittag und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder für einen neuen Workshop. Genau. Bis gleich. Bis bald. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.